Afterparty. Geschichten aus dem Nachtleben mit Oliver und Simon. Herzlich willkommen, meine Lieben. Hi. Hi. Ich meinte gar nicht dich, ich meinte die Zuhörer. Ach so, ja. Zu einer neuen Folge von Afterparty mit meinem geschätzten Kollegen Simon von den Tim und mir, Oliver Kulecki. Der Druck wächst, wir werden nervöser, es ist die verflixte vierte Folge. Die verflixte vierte, mein Herz schlägt richtig schnell. Oh. Wir haben eben festgestellt, wir wissen überhaupt nicht, was zu tun ist heute. Wir sprechen ins Blaue hinein quasi. Na, erzähl doch erstmal, wie dein Wochenende war. Oh, ja, da kommen wir auch schon gleich zum Thema. Ich bin immer noch ein bisschen durch, muss ich sagen. Ich bin verkatert. An welchem Tag ist es passiert? Ehrlich gesagt, am Donnerstag. Am Donnerstag, am Vatertag. Naja, das ist ja auch keine Überraschung. Das ist okay, das ist legitim. Ja. Das war auch mein Recht. Schön mit dem Bollerwagen, oder was? Nee, das nicht. Es fing alles sehr harmlos an mit einer kleinen Radtour mit ein paar Freunden. Dann sind wir grillen gewesen und war total schön. Das Problem war, es fing aber schon um 14 Uhr an und endete dann morgens irgendwann um 8. Natürlich kein einziges Glas Wasser zwischendurch getrunken. Als ob du 18 wärst. Als ob ich 18 wäre, ja. Und es verfolgt mich immer noch. War aber schön. Es war schön, mal wieder auszubrechen. Allerdings nimmt das auch ein bisschen Überhand bei mir gerade, muss ich feststellen. Corona. Corona-Zeit, ja. Ich schieb's dann auch immer auf Corona und denk dann so, naja, ist ja nicht so schlimm. Jetzt habe ich ja. Machen ja alle. Machen ja. Und es ist ja auch, man muss sagen, wir haben Ende Mai, das Wetter ist schön, man kann irgendwie draußen geil sitzen, Bierchen trinken. Ja. Und das verleitet schon sehr. Ich war in der Schweiz. Ja, stimmt. Da war es noch viel wärmer. Da waren 26, 27 Grad. Ich habe auch gebechert, ja. Ein bisschen. Habe ich gesehen, wie Weltmeister. Und man hingst auf dem Stein oben, ne? Ich habe für Enjoying life with friends on a rock. Ich habe für die Rakete vom Hive Club habe ich einen Stream gespielt auf dem Uetliberg. Ah ja. Der Vorzeigeberg von Zürich. Ja, wunderschön. Auf einem großen Aussichtsturm mit Animal Trainer. Ja, und dann haben wir noch eine Nachtwanderung gemacht, den Berg wieder runter, 3-4 Stunden. Wow. Ja, und da wurden schon hier und da die Flachmänner gelehrt. Ja. Aber das wurde das vor aufgezeichnet oder? Genau, das wurde aufgezeichnet und wird nächste Woche ausgestrahlt. Freue ich mich drauf. Und worauf ich mich auch freue, und zwar auf unseren gemeinsamen Stream. Oh ja. Der ist ja genau heute sozusagen. Wow. Erzähl doch mal, was passiert da? Wir feiern ja seit 2 Jahren auf der Insel Lindwerder bei Berlin. Open Airs. Und das geht in diesem Jahr natürlich nicht. Aber wir konnten den Pächter der Insel überzeugen, es trotzdem für einen Stream freizumachen. United We Stream ist auch dabei, Arte Content ist dabei. Und dort werden wir von 19 bis 0 Uhr auflegen. Mhm. Du, ich, Hidden Empire, Tony Voynut. Und ja, es wird eine tolle Kulisse, es wird einen Sonnenuntergang geben, es wird dann zur Nachtstunde tolles Licht und Nebel geben und ja, ganz bestimmt tolle Musik. Also einschalten lohnt sich definitiv. Licht- und Nebelaktion sozusagen. Ne? Ja, ich freue mich auch und ja, da kann man ja dann auch wieder von ausgehen, dass da gebechert wird, mal auf den Donnerstag. Ah, sei mir nicht böse. Das sei mir nicht böse, ist doch schon Donnerstag. Ach so, genau. Ja, also gleich sozusagen nach dieser Aufzeichnung. Das Ganze führt mich zu einer Kategorie, die ich besprechen wollte mit dir heute. Ja. Das Mysterium der Woche. Ja, und zwar in diesem Kontext habe ich mir mal überlegt, werden wir alle nach Corona Alkoholiker sein? Macht uns Corona zu richtig fiesen Alkoholikern? Oder waren wir schon Alkoholiker, bevor Corona angefangen hat? Und merken es jetzt erst richtig oder können es jetzt erst richtig ausleben?
Ich war ja vorher schon Wochenendalkoholiker. Ja, definitiv. Ja, und habe mir dann immer als höchste Prämisse gesagt, Olli, du trinkst regelmäßig am Wochenende. Du darfst auf keinen Fall unter der Woche trinken, um hier ein Gleichgewicht zu halten. Aber jetzt gibt es ja sowas genau, nicht mehr. Genau, es gibt das Gleichgewicht nicht mehr. Und ich merke, wie das so peu à peu sich einschleicht, dieses, naja, jetzt haben wir 14 Uhr, Sonne scheint, da kann man schon mal eine Weißweinschorle trinken. Die Sonne, ne, ist auch dran schuld und der kommende Sommer schon, halt. Ja, und dann, ja, dann trickst man sich ja selber aus, indem man dann wirklich so mal so ein Weißweinschörlchen, das ist dann nicht ganz so assi wie ein Bier, ne? Aber, das darf man. Aber im Endeffekt kommst du das Gleiche raus. Und ich muss auch sagen, diese Balance fehlt ja total, ne? Wie du schon sagst. Am Wochenende hat man es dann knallen lassen und bei mir war es dann so, in der Woche Sport, früh ins Bett, gute Ernährung, kein Alkohol. Und jetzt verschwimmt das alles so komisch, weil das auch so ein bisschen der Ausbruch für viele einfach ist, ne? Und man jetzt in so einer Art, wo man ja wieder ein bisschen raus darf und sich auch in kleinen Grüppchen treffen darf, ist das so ein bisschen immer so ein Ferienlager-Feeling gerade bei mir, habe ich das Gefühl. Ja, und hinzu kommt bei mir auch noch, dass man sich ja nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig treffen darf. Das heißt, ich lade regelmäßig abwechselnd Freunde ein, ja, um dieses 5 Leute plus oder wo wir jetzt gerade sind bei der Anzahl, ja, nicht so überschreiten. Das heißt, am Mittwoch kommt Krise, am Donnerstag kommt Bartek und dann sind die zu Besuch und dann trinkt man natürlich einen, ja, aber dann trinkt man halt mehrfach, anstatt mit allen zusammen auf einmal. Es ist tricky. Wir können nur, also ich meine, es ist ja schon mal der erste Schritt, dass wir es feststellen selber. Und man kann jetzt nur versuchen. Eingeständnis ist der erste Weg zur Besserung. Ist einer von den 12 Schritten dann sogar wahrscheinlich, ne? 12-Schritte-Programm. Lass uns doch weitermachen mit einer neuen Kategorie. Oh, wow. Gerne. Die Corona-News. Die Corona-Szene-News. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Afterparty mit den heutigen Nachrichten. In Münster hat die erste weltweite legale Corona-Open-Air-DJ-Party stattgefunden. Und der Herr Pieper aus München, umtriebiger Veranstalter. Münster, ja, oft unterschätzt, aber fest auf der Landkarte. Hat den Gerd Jansson eingeladen und hat ein Konzept entwickelt, wo die Vorschriften eingehalten werden. Eigentlich schon ähnlich, wie wir damals unsere Vision hatten, total, mit Kreisen aufgemalt. Voll. Und es durften 100 Leute kommen. Es waren aber nur 35 Kreise aufgemalt. Das heißt, immer wenn ein Tänzer nicht mehr konnte, was natürlich auch schnell geschehen ist, weil er ja mit Maske tanzen musste und total fertig war nach ein paar Minuten, konnte es dann runtergegangen von seinem Kreis und ein neuer Tänzer konnte auf den Kreis. Eintritt hat, Achtung, 70 Euro gekostet. Ja. Da schüttelt es einen schon mal kurz. Aber Gerd will natürlich auch seine Cola haben. Oder keine Ahnung, vielleicht waren die Vorbereitungen auch so groß. Die haben, glaube ich, die Location extra umgebaut dafür. Und sogar Resident Advisor, Mixmag, haben darüber berichtet. Riesiges mediales Echo. Tja, was ist, ist das jetzt geil oder ist das nicht geil? Hast du die Fotos gesehen? Ja, ich habe es natürlich auch verfolgt. Und lustigerweise hatte ich das auch mitgebracht heute als Thema, weil ich es total spannend finde. Thomas Pieper war ja der Veranstalter, wo wir vor 2 Wochen diesen Livestream hatten. Ah, ja. Und deshalb hat er eben schon mal davon erzählt, von der Idee. Und es war tatsächlich auch dieselbe Location und das ist eine 2000-Mann-Location, wo halt dann nur 100 Leute zugelassen wurden. Das Schräge ist, damit man das, also damit er das auch durchführen durfte, mussten da 100 Plätze auch, also 100 Tische, nicht Tische, aber 100 Plätze mussten bereitgestellt werden, wo dann Essen und Trinken angeboten wurde. Also nicht nur angeboten, sondern du musstest tatsächlich essen und trinken da. Ja, es ist irgendwie so. Und das ist auch nochmal. Du musstest essen. Nein, du musstest. Nein, er musste es anbieten. Das ist dann irgendwie so eine Umgehung. So, das ist dann nicht nur eine reine Party. Das ist so ein halbes Restaurant. Genau. Wie so ein Biergarten. Genau. Ja, genau, verstehe. Und
in diesen 70 Euro Eintrittsgeld waren dann tatsächlich auch noch 21 Euro Verzehr. Also, ne? Verstehe. Schon natürlich ein hoher Eintrittspreis, aber... Ja, naja, eine Wurststulle. Eine Wurst. 21 Euro. und er hat daran nichts verdient. Ja. Weil es natürlich, klar, kostet ja auch alles Geld, so eine Party zu organisieren. Und auch Gerd Jansson hat laut Medien auf 80% seiner Gage verzichtet. Okay, ich nehme alles zurück. Zur Klarstellung nochmal. Ja, und die Bilder sind schon seltsam. Also da sind, für die Leute, die es nicht gesehen haben, da sind wirklich im Sand so Kreise, 35 Kreise, natürlich mit dem nötigen Abstand zueinander. Und die Leute tanzen dann und drehen sich in diesen Kreisen und es sieht schon echt schräg aus. Es ist definitiv nicht das Gleiche. Nee. Man vermisst das, also mir geht es so, dass es auch was Neues entsteht, wenn einzelne Individuen auf der Tanzfläche sind. Und auch wenn man sich mal anrempelt, finde ich das gar nicht unangenehm, sondern man weiß, man ist gemeinsam da als Masse und hat den gleichen Spirit und hat so ein Gemeinschaftsgefühl. Das geht, finde ich, irgendwie total verloren dabei. Aber vielleicht ist es ein guter Satz, wirtschaftlich wahrscheinlich, um Veranstalter über die Krise zu helfen und auch den einen oder anderen Raver zu befriedigen. Ich für mich persönlich muss sagen, weiß ich nicht, wie toll ich das... Also als Gast sowieso nicht. Ich bin jetzt nicht so der große Tänzer, mich auf so einen Kreis zu stellen. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal gesehen. Was im Spiel ist. So ein kleiner Shuffle und so. aber why not? Ich finde, und ich glaube, darum ging es auch ein bisschen. Und da ist der Thomas Pieper auch so einen wirklichen Vorreiter in unserer Szene. Es ging tatsächlich auch so ein bisschen darum, ein Signal zu setzen von wegen, hey, verstehe. Wir sind noch nicht am Ende. Wir geben uns noch nicht auf. Genau, wir geben uns noch nicht auf. Wir gucken nach Möglichkeiten, das, was wir lieben, weiterführen zu können. Und als Signal fand ich es stark. Es gab natürlich total gemischte Meinungen. Das ist, so wollen wir nicht in Zukunft raven, ganz klar. Auf gar keinen Fall. Das geht nicht. Nee. Aber auch Gerd Jansson hat dann gesagt im Interview für Resident Advisor, dass so die ersten Minuten war es irgendwie komisch, aber dann hat es irgendwie auch Bock gemacht. Und es ist einfach, ja, wie wir schon in unserer ersten Folge gesagt haben, es poppen jetzt immer mehr so Ideen auf. Das ist spannend auch zu beobachten. Vielleicht wird die nächste Party schon mit irgendwie 250 Leuten oder so. Dann ist es vielleicht ein bisschen cooler, aber ja, es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche, aber ich finde es toll, dass sich da Leute engagieren und dass man sich die Mühe macht, sowas auszuprobieren. Und es war tatsächlich, es ist ja medial, das Video wurde ja 1 Million Mal angeguckt. Voll. Oder so. Ne? Und das hat seine Kreise gezogen. Das hat seine, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, die zweite Meldung heute. Piep, 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 piep. Unser lieber Kollege Ante Perry sagt... Save Paradise. Paradise, ja. Ja, Ante Perry ruft bei Startnext zu einer Spendenaktion auf, weil weil ich liebe, was ich tue, weil ich es weiterhin tun will, wenn das alles irgendwann überstanden ist und weil ich weiß, dass ich auf euch zählen kann, weil ihr super seid und hilfsbereit seid und gute Musik mindestens genauso sehr braucht wie ich. Also, ihr spendet und ich mache euer Leben schöner. Welches Dankeschön passt zu euch? Und dann kann man Geld spenden oder beziehungsweise einen bestimmten Betrag spenden und dafür bestimmte Sachen bekommen. Aha. Ja. Lass mich das mal aufrufen hier gerade auch, guck dir damit das mal ich an. Mitreden kann. Da wird ordentlich zu Buche geschlagen. Ja. Wenn ich das mal so vorsichtig so sagen darf. Also, so ein T-Shirt von Ante Perry, 60,54 €, holla die Waldfee. 60 Euro? Ja, mit Strassstein bestickt vielleicht. Für ein T-Shirt? Ja. Wow, okay. Das ist nicht ohne. 5 Sticker, 5 Euro, na, das kann man vielleicht noch mit 2 zugedrückten Augen
durchgehen lassen. Ich sehe gerade aber limitiert die Sticker natürlich auch. Ja, und das, ja. Stellt er nicht nochmal her. Wenn die einmal weg sind, dann war es das auf jeden Fall. Was die hier gibt, es gibt noch mehr. Lifetime-Gästeliste, 254 Euro. Wow. Er kann, wenn man das kauft, kann man sein Leben lang bei ihm, wenn er auflegt, plus eins auf die Gästeliste 200. kommen. Ach, hier aber auch 254,54. Ja, das sind 5,4 seine Lieblingsbuchstaben. So viel Zeit muss sein. Ja, stimmt. Ne? Finde ich, also, aber er hat ja keine Ausgaben in dem Punkt, ne? Das stimmt, das ist für ihn, das ist dann der Veranstalter der Zeit. Als Hintergrundinformation, als DJ hat man vertraglich meistens 10 Gästenlisteplätze zugesichert, wenn man irgendwo spielt. Und die kann man einfach draufsetzen. Ja, genau. Naja, so hat er ist schön im Vorbeigehen, kann er das mitnehmen. Ziemlich chillig, ja. Ja. Was gibt's noch, Simon? Ja, ich sehe hier gerade, es gibt noch Your Personal DJ Mix. Eieiei. Der ist aber auch limitiert. Da sagt er, ihr nennt mir eure 5 bis 20 Lieblingstracks oder die eurer Freunde, Lover, Chefs und ich zaubere euch einen phänomenalen 60-minütigen Mix in Ableton daraus. Das, groß geschrieben, hat wirklich niemand sonst auf der Welt. Süß. Versprochen, geliefert wird in 320er MP3-Qualität oder in WAV. Genre elektronische Musik plus X. Oh, und jetzt kommt ein Zusatz. Das entscheiden wir im Briefing-Gespräch, wobei ich hier definitiv das letzte Wort habe. Das ist ja geil, oder? Hör zu, wir beide machen ein Gespräch und ich habe das letzte Wort. Wow, okay. Also das heißt, du schickst ihm deine Lieblingstracks? Immerhin 20, also ja, 20 ja. Tracks, das könnten dann sogar mehr als eine Stunde werden. Und er setzt sich hin und baut dir ein Ableton untereinander. Ja. Und du kannst... Aber wenn du Pech hast, sind von den 20 Tracks aber nur 3 von dir und der Rest von ihm. Ja, das letzte Mal. Weil du kannst jetzt stolz sagen, ich habe einen Track, den Ante Perry nur, einen Mix, den nur Ante Perry für mich exklusiv gemacht hat. Ja. Finde ich schon was Besonderes. Und abschließend sagt er noch im Text, umso mehr Geld zusammenkommt, umso befreiter kann ich wieder Musik machen. Das heißt, kann ich auch nur unterschreiben. Also Leute, wenn er bei 50% ist, kann er nur halb befreit. Wenn er die 17.000, um 17.000 geht es übrigens. Nein. 17.000 hätte der Herr gerade. Ach, das ist das Ziel? Und er steht bei 7.000. Wow, immerhin. Ja, immerhin, oder? Da sind echte Fans. Und das muss man auch dann wirklich, der hat anscheinend einen guten Background mit guten Fans, dass sie ihn unterstützen. Ja. Toi, toi, toi. Ja, und damit wir hier weiter unbeschwert arbeiten können, würde ich sagen, Olli, setzen wir auch mal so ein Found-Crunding. Nee, wie nennt man das? Found-Crunding, auf. Nee, war mal Spaß beiseite. Es soll ja jeder machen, wie er will. Und wir sind ja auch glücklicherweise in der Situation, dass wir jetzt existenziell nicht unmittelbar bedroht sind. Der Typ soll arbeiten gehen. Okay, ja, gut. Da hast du, ja, ich meine nur, ich will auf was anderes hinaus. Wir haben ein bisschen was gespart auf der Bank. Wir müssen jetzt kein Crowdfunding erstmal machen. Ja. Es war auch nicht ganz ernst gemeint, Entschuldigung. Okay, kein Problem. Was mir aber tatsächlich bewusst geworden ist, ist, dass nicht nur das Einkommen oder der Job fehlt an sich, sondern auch ein Teil meiner Identität einfach gerade verloren geht. Und das ist mir bewusst geworden, weil ich gerade anfänglich, als es so losging, immer, ja, natürlich schlecht drauf und da hat man auch den ganzen Gigs und Möglichkeiten hinterher getrauert und dann hat sich das aber gelegt und dann irgendwann habe ich das akzeptiert und dann war aber immer noch so eine Unruhe in mir, wo ich dann einfach für mich dann auch erstmal realisiert habe, naja, so die Hälfte meines Lebens oder meiner Identität ist jetzt einfach gerade flöten gegangen, weil ich meine, Ente machen wir seit 2010, das erste Mal ein Gig gespielt habe ich vor 20 Jahren, ich meine, es ist bei dir ja genauso und einfach dieser Lebensentwurf, den man ja drinne hat, der fehlt. Und das ist, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt bei dem Ganzen.
Also weil jetzt natürlich man Leute auch sagen können, naja, ist ja für euch egal, ich habe ganz andere Sorgen, aber es ist ja nicht immer nur das Geld, was einen umtreibt. Es ist tatsächlich auch, wer du bist und was dich ausmacht. Bei mir ist es auch so, dass ich gerade super viel im Studio bin und so auf diese Art und Weise auch noch aktiv Musik mache. Das Auftreten fehlt mir zwar, aber dadurch, dass ich so viel produziere und schon am nächsten Album arbeite, mache ich wenigstens aktiv Musik, aber mir fehlt natürlich vor allen Dingen der Kontakt zu den Leuten. Ja. Dass das Geben und Nehmen, die Response, das Miteinander, ja, das fehlt mir total. Ja, nee, ich finde ja auch, also es hat ja auch, Corona hat ja auch viele Chancen gerade. Ich meine, ohne Corona würden wir gar nicht hier sitzen und einen Podcast machen. Danke, Corona. Danke dir so sehr. Aber, um mit was Positivem zu enden, ich sehe es auch ein bisschen als Chance, jetzt daraus ganz, ganz viele neue kreative Sachen entstehen zu lassen. Ich sehe auch was. Was denn? Guck mal, da hinten kommt Hawks. Ach, Hawksy, was machst du denn hier? Nicht so schnell. Was machst du da? Nein, Hawks! Unterwegs mit Hawks, dem Tourmanager. Einen schönen guten Tag, liebe Freunde. Ich möchte euch heute in dieser kleinen Rubrik aus dem Leben des Tourmanagers berichten. Zugegebenermaßen aktuell ein ziemlich schlecht beleumundeter Job, aber hat jahrzehntelang Spaß gemacht. Und wir fangen mal an. Wir alle zusammen in einem Tourbus, 9 Plätze, voll belegt, gute Stimmung, Konzerte, Auftritte wurden absolviert. Und dann haben wir, harte Jungs, wie wir damals waren, vorgezogen, kein Hotel zu nehmen, sondern gleich wieder zurückzufahren. So also krass, dass wir das gemacht haben. 850, also 1700 Kilometer. 1000 in a row. Alter, ja. Schalter. Und in Zuständen, die man jetzt mal ein bisschen beschreiben muss, nämlich die Rückfahrt traditionell natürlich auf der Hinfahrt, die DJs und auch die Band ziemlich aufgeregt vom Auftritt und so weiter. Keine Drogen, kein Bier, kein gar nichts. Auf der Rückfahrt das komplett andere Bild. Es wurden 2 Kästen Bier eingeladen und es wurde dem Alkoholismus gefrönt und all den anderen Sachen, die diese illegale Welt so hergibt. Der gute hatte allerdings ein kleines Problem. Er zog vor, jeden zweiten Parkplatz anfahren zu lassen, um sich zu entleeren. Das mag Hawks gar nicht. Das ist wirklich, da bin ich wirklich schwer drauf abgegangen, das ging überhaupt nicht, weil gerade auf der Rückfahrt ist man ja auch als Tourmanager, Fahrer bestrebt, möglichst schnell wieder nach Hause zu kommen, weil man von allen Ecken vollgejammert wird. Und, warum dauert das so lange? Warum sind wir schneller Schon zu Hause? Warum sind wir noch nicht auf der Stadtautobahn? Ja, jedenfalls zog sich diese Rücktour dermaßen in die Länge, weil jeder zweite Parkplatz, jede zweite Raststätte musste zum Pinkeln angefahren werden. Irgendwann hatte ich den Kanal so voll, dass ich in einer Raststätte mir 10, 12 One-Takeaway-Kaffeebecher hab geben lassen und beim nächsten Ausfall des dass er mir jetzt gleich aufs Maul hauen wird, wenn ich nicht sofort an Seitenstreifen fahre, weil er sich entleeren muss, habe ich ihm diesen Kaffeebecher gereicht mit dem Hinweis, dass ich bis Berlin nicht mehr anhalten werde und er, wenn er pinkeln muss, in diesen Kaffeebecher pinkeln. Was er dann auch getan hat, hat diesen Kaffeebecher dann bei 120 km/h durchs offene Seitenfenster entsorgt. Nein, und das ungefähr 5, 6, 7 Mal. Also er hat sie fast alle aufgebraucht. Ich will nicht behaupten, sie waren leer. Also sie waren alle, aber er war schon gut dabei. Und es gab auch den ein oder anderen Nieselregen, wenn ich das mal so sagen darf. Die Golden Shower. Ja. Genau, das waren die Anfänge des Golden Shower. ja, sodass ich nicht umhin konnte, ihm noch den guten Rat zu geben, mal einen Urologen aufzusuchen in Berlin. Und zwar einen von den guten im Westteil der Stadt, weil das hat mir doch wirklich zu denken gegeben. Als Feedback bekam ich mehrere Wochen später, dass tatsächlich beim Arzt gewesen ist, weil auch das ihm keine Ruhe gelassen hat und das, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm war, die ganze Aktion. Und rausgekommen ist, dass er ein schwerwiegendes Prostata-Problem hatte, das behandeln ließ und heute beschwerdefrei seinen Beruf nachgehen kann. Ja, auf jeden Fall schön, dass der Kollege sich dann in ärztliche Behandlung begeben hat und dass ihm geholfen werden konnte. Also, eine gute Tat, Hawks. Toll. Also man sieht, Tourmanager bringen nicht nur die Getränke und fahren einen von A nach B, sie können auch Leben verbessern. Ärztliche Behandlung bräuchten aber tatsächlich einige Leute, die sich so im Internet rumtummeln und in der Anonymität Sachen, gemeine Kommentare verfassen. Ja. Und denken, sie könnten ungeschoren damit
davonkommen. Aber nein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, denn wir haben ja die Rubrik. Heute ist Tag der Abrechnung. Judgment Day. Der Kaka-Kommentar. Na, Herr Kulecki, stehen Sie jetzt auch auf der Lohnliste des Deep States? Abartig, wie ihr euch und eure gesamte Kunst für ein äußerst fragwürdiges System verkauft. Hoffentlich kommt mal ein großer Bumerang zurück. Down the Rabbit Hole. Wow. Krass, und gleich hinterher, direkt darunter. Jettest das ganze Jahr um die Welt und meinst einen auf systemkritisch zu machen. Ihr seid echt die am verblendetesten. Schön vom Kapitalismus leben, aber meinen, er sei etwas ganz Schreckliches. Eigentlich müsste sich die Arbeitsklasse euch hassen. Ja, du altes Schlafschaf, ey. Was ist mit den Leuten los? Das ist aber schon so eine heftige Ansage, ne? Ja, ja, ja. Was war da schon wieder los, ey? Da war, da hat sich was ganz Besonderes in der Welt zugetragen. Da war das österreichische Ibiza-Gate. Ah, wenn du dich geil, erinnern kannst. Ich erinnere mich. Das und in dem Zuge sind ja dann die Wenger Boys da in Wien aufgetreten. Ach. Da war dieser Zusammenhang, dass diese Wenger Boys ein Lied gemacht haben. We're going to Ibiza. Na ja, klar. Going to Ibiza als Anspielung darauf. Und da gab es einen, und da hat jemand hinter den Wenger Boys die Antifa-Flagge geschwenkt. Ah ja. Und da habe ich die Wenger, und das Foto habe ich gepostet, Wenger Boys mit der Antifa-Flagge im Hintergrund. Ja. Ja, und dazu hat es diese Kommentare gehagelt. Das hat große Hagelkörner. Ja, große Hagelkörner voller Hass. Ja, weiß ich auch nicht. Klar, jeder kann seine politische Meinung haben. Klar ist das auch provozierend von mir, wenn ich da so ein gewisses politisches Statement poste. Aber ganz ehrlich, was da abgegangen ist und dass sich Politiker da so verhalten haben und denken, sie können machen, was sie wollen, da kann man schon mal ein Statement gegensetzen und ja. Absolut. Genau. Stimme ich dir zu. Ja, wir müssen ja feststellen, diese Kategorie, die gefällt ja den Leuten natürlich sehr. Finde ich auch geil. Aber wir kriegen ja gar nicht so viele gemeine Kommentare ab. Nur Komplimente. Nur Komplimente. Oder Hinterrücks. Und jetzt, wer weiß, nach diesem Podcast vielleicht noch mehr. Ja, genau. Ich würde gerne so aufrufen. Postet doch bitte mal bei Simon von den Tim eine richtig gemeine Kacka-Kommentare. Nee, bitte nicht. Ja. Nee. Ihr könnt das bei Olli, könnt ihr euch total ausleben. Der wartet nur darauf. Wir brauchen Futter. Nee, die müssen ja echt sein. Ja. Also es bringt uns ja jetzt nichts, so Fake-Kommentare vorzulesen. Genau, also bitte nur echte Beleidigungen. Ja. Ey, aber was für ein Glück, oder? Ich meine, wie viele Leute, ob das jetzt Promis sind oder Musiker oder Schauspieler, müssen sich mit echt richtiger Scheiße quälen. Also total. War ja auch gerade wieder Thema vor ein paar Tagen bei Germany's Next GNTM? So. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir Thema gewonnen, Leute. Das war das große Finale. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe keine einzige Folge gesehen. Aber ich habe eine Folge gesehen, als Finale nicht. Und da wurde die eine Dame, die im Finale stand, wurde hardcore gemobbt. Ja, sogar Morddrohungen. Morddrohung, die haben aufgelauert zu Hause. Aufgelauert zu Hause, Beleidigungen, bespuckt und Köder für ihren Hund ausgelegt. Ach, Wahnsinn. Also ich meine, ich weiß wirklich nicht, was sie Schlimmes gemacht hat, dass das rechtfertigt, aber... Nee, die hat gar nichts gemacht. Das ist krass. ProSieben hat mal wieder in bester Fernsehmanier geschnitten, Sachen so zusammengeschnitten, dass sie als Zicke dasteht. Und ja, ich finde es total scheinheilig, die ganze Diskussion jetzt auch, weil jetzt natürlich Heidi Klum und ProSieben irgendwie so zurückrudern und hey, Anti-Mobbing-Kampagne und sowas. Und das sind die ja schuld, ne? Ja. Also ich meine, kann sein, dass es eine Zicke ist, weiß ich nicht. Aber die haben es auf jeden Fall nochmal gut in so eine Ecke dann gepusht, ne? Alles für die Quote. Genau wie bei uns. Wir machen auch einiges für die Quote hier. Wir machen alles für die Quote. Namen werden genannt. Leute, was wollt ihr noch von uns hören? Was braucht ihr noch? Ich weiß, was die Leute brauchen. Was brauchen sie? Anekdoten. Ah ja, klar. Habe ich tatsächlich auch eine mitgebracht. Die schließt ganz gut den Kreis zu unserem omnipräsenten Alkoholiker-Thema der heutigen Sendung. Und hören wir doch mal rein. Wir erzählen euch Geschichten aus unserem Leben, Anekdoten
Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen, Anekdoten. Ja, meine Anekdote der Woche bezieht sich auf einen Gig, der so am Anfang unserer Karriere war, so um die 2010, 2011, als alles noch aufregend war und ein Abenteuer und man jede Party gefeiert hat, als wäre es die letzte. Da war man einfach noch nicht so satt wie heute. Ne? Da hat man sich schon vorher einen reingesoffen. Weil man so aufgeregt war. Weil ich aufgeregt war, aber auch freudig aufgeregt. Also nervös und Freude. Und das war so eine Zeit, wo wir dann angefangen haben, auch so ein paar Festivals zu spielen. Das war irgend so ein Festival in Deutschland, ich weiß nicht mehr genau wo. Und wir hatten so eine ganz kleine dritte oder vierte Bühne irgendwo an so einem kleinen Sandstrand. Und es war... Lucky Lake. Nee, das war es nicht. Raussteigen. Und es war so heiß. Es war so 35 Grad oder so. Und diese kleine Bühne, es war eigentlich ebenerdig. Es war gar keine Bühne, es war einfach nur so ein Tapeziertisch, mehr oder weniger, mit Equipment drauf. Aber es war knüppelheiß und kein richtiger Sonnenschutz. Und da hatte ich noch nicht so die richtige Trinkstrategie entwickelt, was man so trinken kann während des Auflegens. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber... Ich wechsle alle paar Jahre durch. Ja? Ja, also Champagner hält sich lange, jo. Aber ansonsten hatte ich eine dreijährige Gin-Tonic-Phase. Ganz am Anfang habe ich auch noch Jägermeister getrunken. Ja. Jägermeister stand sogar auf meinem Rider die ersten Jahre. Wow. Von 2005 bis 2008, aber dann merkt man relativ schnell, das geht nicht. Aber ich habe in meiner vermeintlichen Karriere für Abwechslung gesorgt. Ja, das hatte ich, glaube ich, da auch versucht, beziehungsweise nicht versucht, weil ich da noch so eine Zeit hatte, wo ich dann auch jeden Shot mitgetrunken habe. Ne? Ja. Und das ist natürlich der Tod gefährlich, beim Auflegen. Gefährlich. Also ich dann irgendwie so wirklich 4-5 Shots mit dem Promoter getrunken, dann hatte ich irgendwann die Flasche Wodka irgendwie selbst und habe mir selber und Tobi die Shots eingegossen. Wurde natürlich in dieser Hitze auch immer besoffener, aber habe da auch den Fehler gemacht und das hat sich dann, glaube ich, seit meiner Teenagerzeit nicht geändert, dass man das ja unterschätzt. Ne? Total. Man denkt so, naja, es geht doch, hier Mischgetränk, Wodka, oh, nochmal ein Shot. Irgendwann kommt da ein Schlag. Und dann kam halt der Hammer, wo ich dann mit einem Schlag so mega besoffen war, dass ich dann erstmal, so fing es an, mir die Hose ausgezogen habe. Also ich hatte eh so eine kurze Hose. Und keine Hose an. Keine Hose an. Knüpft sehr gut an deine Geschichte. Muss auch jeder gute DJ braucht eine ohne Hose Geschichte, bin ich der Meinung. Ich stand dann da in so einem ganz langen, pinken Muskelshirt und habe mir die Hose ausgezogen. Also es sah eigentlich aus, als ob ich ein Kleid anhätte. Geil. War total hacke und super gut drauf. Und das war so die Zeit, da war gerade unser erster Hit so ein bisschen, Patti Sue im Superflu Remix. Ah ja. Sehr sommerlich. Das war irgendwie... Ja, fanden die Leute geil, wir fanden es auch geil, waren total stolz auf den Song. Aber ja, Superflu haben wir. Superflu haben wir geremixed, genau. Ja. Und ich stehe da also total besoffen, spiele das Lied, freue mich irgendwie, denk so, geil, wir sind die coolsten, die es gibt. Und wir legen ja zu zweit auf, Tobi und ich. Und zur Erklärung für die Leute da draußen, wenn man DJ-Duo ist, dann spielt man meistens, jeder spielt ein Lied abwechselnd. Ne? Immer hin und her, Ping-Pong. Back to back. Back to back. Und ich lege also Patti Sue auf, Tobi spielt irgendwie ein anderes Lied. Dann bin ich wieder an der Reihe, spiele wieder Patti Sue. Nein, bitte nicht. Das ist so schlimm. Und auch noch ein drittes Mal. Und ich total am Abfeiern. Ja, geil, Tobi schon so, Alter, das hast du gerade gespielt. Und so, ist doch egal, voll geil. Oh Mann. So, nochmal Patti Sue gespielt. Ich immer weiter gebechert halt, totale Kontrolle auch über mich verloren. Tobi hat mir dann nachher, glaube ich, erzählt, dass ich es insgesamt 4-mal gespielt habe, beziehungsweise angespielt. Irgendwann hat er es dann einfach direkt rausgemixt. Also richtig DJ-Partner aus der Hölle, sozusagen. Der arme Tobi. Der arme, arme Tobi, ja. Das Ganze ging dann so weit, dass ich dann
mit meinem besoffenen Kopf und meinem pinken Kleidchen auf die auf den Getränkekühler, auf die Getränkekühlbox gestiegen bin, hatte dann irgendwie ein Mikrofon mir organisiert. Nein, das ist das Gefährlichste von allem. Das Allerschlimmste. Ja. Und irgendwie war das am Anfang der Karriere, hatte ich öfter mal so eine Mikrofonausfälle. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Ich dachte, das wäre immer eine gute Idee, so ein Sven-Feth-Moment. Ne? Ja. Dann stand ich da mit meinem Kleid auf der Kühlbox und habe irgendwie so richtig peinliche Sachen gelabert, wie, ihr seid die Besten, es ist so toll, hier zu sein. Und dann ein ganz entscheidender Satz, der mir dann im Gedächtnis geblieben ist, Techno zahlt ab jetzt unsere Miete. Wow. Das war so das Schlagwort. Das geht auch schon, ist schon ein bisschen schon mutig. Es ist mutig, schon aber mutig. Es sprach eher der Stolz aus mir heraus. Ach so, verstehe. Genau, ja. So war das. Während ich dann da also auf dieser Kühlbox stand und diesen Quatsch von mir gelallt habe und ich weiß auch gar nicht, wie Tobi das aushalten konnte, warum er mich nicht irgendwie bewusstlos geschlagen hat, breche ich in diese Kühlbox ein. Nein. Ist unter meinem Gewicht zusammengebrochen. Stehe bis zu den Knien, stehe ich in diesem Kühlboxwasser, ja. Fall hinten rüber und lieg im Sand hinter und alle Tobi. Alle haben es gesehen. Das war auch der Moment, wo Tobi endgültig der Geduldsfaden gerissen ist und er gesagt hat, okay, jetzt reicht's. Ich lass mich scheiden. Jetzt bleibst du mal da liegen. Hat dann noch eine halbe Stunde weitergespielt, während ich da so ein bisschen ausgenüchtert bin im Sand, völlig komatös. Das Schöne dabei ist aber, dass das natürlich ein Horrormoment und unangenehm ohne Ende für mich. Aber ein paar Leute haben es anscheinend sehr gefeiert. Und eine Person, die kam dann eine Woche drauf oder so und hat uns ein Foto geschickt von einem T-Shirt, was er designt hat, wo dieser Moment festgehalten wurde. Nicht dein Ernst. Ja, er hat mich sozusagen in diesem rosa Kleidchen mit Mikrofon in der Hand auf ein T-Shirt gemalt. Oh ja, das ist aber wow. Und das war total richtig abgefahren. Geil. Das Geile ist, das Foto habe ich gestern aus Zufall nochmal gesehen. Deshalb auch die Anekdote. Und ich stelle das mal bei uns auf die Instagram-Seite, damit man so ein bisschen Bild vor Augen hat. Sowas wollen unsere Hörer sehen. Gleichzeitig werde ich, glaube ich, auch nochmal mein Gerstenkornbild auch noch bei uns online stellen. Also unbedingt. Leute, ich habe keine Probleme damit, mich hier nackt zu machen für euch. Weißt du, übrigens, als ich in Zürich war am Wochenende, habe ich Adrian von Animal Trainer getroffen. Ja. Und der war in meiner Keine-Hose-An-Nacht, war der dabei. Dann kann ich mich überhaupt gar nicht erinnern. Wow, in Köln, ja. Okay. Ja, und er hat ein Foto von mir, wo ich keine Hose an habe. Siehst du? Hey, perfekt. Also Leute, wir stellen das online bei uns auf die Instagram-Seite. Und zwar heißt die Afterparty-Podcast. Wenn ihr Afterparty Podcast eingebt, dann werdet ihr sicherlich auch finden. Ja. Geht da mal drauf, folgt uns, abonniert uns und wir gucken, dass wir richtig geile Fotos für euch mal aus unserer Vergangenheit zusammentragen. Ja, ich denke mal, das war's dann für heute auch. Wir müssen ja gleich den Live-Gig spielen. Ah ja, ne? Deshalb ist ja Donnerstag. Leute, schaltet ein und schreibt mal ein paar Kommentare unter den Stream. Vielleicht, was wir für geile Typen sind. Genau. Der ein oder andere Böse, der darf auch geschrieben werden. Da lesen wir den vielleicht sogar vor. Yes. Also, arrivederci. Tschüss. Wir hoffen sehr, ihr hattet Spaß. Die Sendung ist vorbei, wir sagen tschüss, das war's. Doch wir kommen zurück. Und wir laden euch ein, gemeinsam mit uns auf Afterparty zu sein.